بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نعم الله صلى الله عليه وسلم هاتيك الله زين هاي بين البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم معهم بايتا إن شاء الله مثل unserer سيرة des Propheten صلى الله عليه وسلم نقول الله يشبلون. Willkommen zum 52. Unterricht über die Sira. Wir sind immer noch bei der Schlacht von Uhud. Und beim letzten Mal, liebe Geschwister, vielleicht diejenigen, vielleicht haben sich ja manche meinen Ratschlag zu Herzen genommen, den Vortrag, den immer den letzten Vortrag noch einmal anzuhören. Wir waren dabei, viele einzelne Geschichten zu erzählen, die bei dieser Schlacht von Uhud passiert sind. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder die Sahaba radiallahu ta'ala anhum haben in dieser Schlacht Großartiges geleistet. Es gibt viele interessante Geschichten und wir machen an dieser Stelle einfach weiter und bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er unsere Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam durch die Sira stärkt. Denn das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen. Wir möchten im Endeffekt wenigstens ein bisschen diesen edlen Menschen nachmachen, wie sie gelebt haben und wie sie sich aufgeopfert haben für ihre eigene Religion. Und für sie war nicht mal ihre eigene Seele zu viel und kein Groschen, das ist zu wertvoll. Zu den Ereignissen, die bei der Schlacht von Uhud geschehen sind, gehört, dass ein Mann, dass man über einen Mann gut gesprochen hatte. Ein Mann hatte bei der Schlacht von Uhud teilgenommen und ist auch gestorben. Und die Leute haben über ihn gut gesprochen, im Sinne von, die haben gesagt, der ist bestimmt im Paradies, weil der hat gekämpft für Gott und der ist bestimmt im Paradies. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu den Menschen dann, nein, er ist vielmehr in der Hölle. Und die Menschen waren verwundert darüber, bis sie herausgefunden hatten, dass dieser Mensch in Wirklichkeit nicht für Allah subhanahu wa ta'ala gekämpft hatte, sondern er hatte aus nationalistischen Gründen am Kampf von Uhud teilgenommen und nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen hat er sich auch am Ende aufgrund einer Verletzung, die er hatte, er hatte es nicht mehr ausgehalten und hat sich dann mit einer Waffe einfach getötet und Selbstmord begangen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt, dass er in der Hölle ist. Und deswegen ist es so gefährlich, dass man über Menschen, die gestorben sind, urteilt und sagt, der ist im Paradies oder der ist in der Hölle. Es sei denn, man hat dafür einen ausdrücklichen Beweis aus der Sünde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie in diesem Beispiel. Und diese Sahaba, sie haben sich auf das Offensichtliche gestützt. Sie haben gesehen, oh, der hat Gutes gemacht, dann ist er wahrscheinlich ein Paradiesbewohner. Aber wir dürfen das nicht sagen. Wir dürfen nur sagen, eine Person, die das und das macht, die kommt inshallah ins Paradies, aber wir dürfen nicht sagen, sie ist im Paradies, denn dies wäre, als würden wir Allah subhanahu wa ta'ala zuvorkommen, was sein Urteil angeht. Und das gleiche mit der Hölle, wenn eine Person gestorben ist, dann sagen wir, wenn er als Ungläubiger gestorben ist, dann ist er in der Hölle und er ist offensichtlich als Ungläubiger gestorben, deswegen beten wir auch nicht für ihn und waschen ihn auch nicht gemäß der islamischen Gebetswaschung nach dem Tod und wir begraben ihn auch nicht in den Gräbern der Muslime. Aber im Endeffekt, ob er Muslim ist oder Kafir ist, ist ein Urteil, das wir nicht für Allah subhanahu wa ta'ala fällen dürfen. Wie gesagt, noch einmal, es gibt einen Unterschied, ob ich handle gemäß dem, wovon ich überzeugt bin, oder ob ich Allah zuvorkomme und bestimme, so ist es auch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wenn ein Mensch zu mir kommt und sagt, ich bin Muslim, und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Gesandter ist, dann ist er Muslim, die Sache ist erledigt. Er kann aber trotzdem bei Allah subhanahu wa ta'ala ein Heuchler sein, weil er kann mir etwas vorgaukeln, ich kann das gar nicht mitbekommen. Aber trotzdem, ich behandle ihn wie ein Muslim, und dafür werde ich auch zur Verantwortung gezogen, für diesen Teil. Aber was in seinem Herzen ist, ist nicht meine Aufgabe. Und umgekehrt, genauso für einen Kafir, das Gleiche, was natürlich eher unwahrscheinlich ist, aber auch gilt das Gleiche dafür. Also lernen wir aus diesem Geschehnis, dass die Absicht eine sehr große Rolle spielt. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sinngemäß, jede Tat, die man begeht, begeht man mit einer Absicht. Begeht man mit einer Absicht.
vielleicht sogar mit mehreren Absichten. Eine Berufung heißt es bin Niyat, das heißt mit Absichten. Und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Das heißt, die Tat ist entweder gut oder schlecht, je nachdem, ob der Mensch, was er dafür, was damit beabsichtigt hat. Insofern kann man einen Fehler begehen und trotzdem wird man dafür bei Allah subhanahu wa ta'ala belohnt. Ihr kennt zum Beispiel, wenn es um Al-Fiqh geht, zum Beispiel um, um das Gebet. Manche sagen zum Beispiel, man soll so und so im Gebet sich verhalten. Andere Gelehrte sagen etwas anderes. Aber solange sich beide Mühe gegeben haben, die richtige Ansicht herauszufinden, werden beide mindestens für ihre Mühe belohnt. Und der Fehler ist vergeben bei dem einen, der im Unrecht lag, der im Unrecht war. Und derjenige, der im Recht war, erhält sogar doppelte Belohnung. All dies zeigt, dass die Belohnung, von der Absicht abhängt und dass die Belohnung eine entscheidende Rolle spielt. Sogar, dass der Mensch, wenn er etwas vorhat, Gutes zu tun und daran gehindert wird, auch dann bekommt er eine gute Tat niedergeschrieben. Und wenn zwei Menschen eine gute Tat begehen, der eine begeht sie für Allah und der andere begeht sie für jemand anderes außer Allah, dann kann es sein, dass der eine ins Paradies geht, der andere sogar in die Hölle. Wenn ihr zum Beispiel die Gottesdienste betrachtet, das Salah, jemand macht Dua oder Dua, jemand macht Dua zu Allah, er wird dafür belohnt. Und der andere macht Dua zu jemand anderes außer Allah, er wird dafür bestraft. Weil Allah subhanahu wa ta'ala es nicht vergibt, wenn man ihm etwas beigesellt. Es ist authentisch überliefert worden, dass Aisha radiallahu ta'ala anha und Umm Sulaym beide sich bei dieser Schlacht von Uhud gekümmert haben um das Trinken für die Verletzten. Und also nachdem die Muslime sich zurückgezogen haben. Und das weist darauf hin, dass man bei solchen Begebenheiten im Notfall sehr wohl Gebrauch machen darf von den Frauen und auch von den Dienern und wer auch immer, solange die Männer keiner Fitna ausgesetzt werden und die Frauen dementsprechend gekleidet sind, dürfen sie sehr wohl auch in solchen Fällen die Männer behandeln beziehungsweise auch ihnen zu trinken bringen und ihnen zu essen bringen, von ihnen Gebrauch machen. Das, wie gesagt, wenn man sich sicher ist, dass natürlich auch die Feinde sie nicht angreifen und sie auch nicht, körperlich angreifen oder sogar belästigen. Obwohl den Frauen das Kämpfen nicht auferlegt worden ist, ja, sondern wenn überhaupt, dann ist es prinzipiell den Männern auferlegt worden zu kämpfen. Den Frauen ist es nur in Ausnahmefällen auferlegt worden. Und trotz dessen oder trotzdem, was den Muslimen alles geschehen ist und was sie alles erleiden mussten an Verletzungen am Tag von Uhud, weil ihr wisst ja, die Muslime waren am Siegen und danach wurden sie zurückgeschlagen und die Muslime mussten sich in den Bergspalten von Uhud und Umgebung zurückziehen. Trotzdem hat der Kampf weiter angedauert und beide waren am Ende des Tages, beide waren, durch diesen lang anhaltenden Kampf erschöpft. Das heißt, die Erschöpfung war beiderseits. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann angefangen, sich zurückzuziehen in die Bergspalten, Al-Shi'ab von dem Berg Uhud, und die Muslime sind ihm hinterher. Und er war, alaihi wasallam, dann sogar in einen Bergspalt zurückgezogen. Und die Götzendiener haben auch versucht, ihn anzugreifen. Darüber haben wir auch letztes Mal schon gesprochen. Und die Muslime haben es geschafft, die Götzendiener abzuwehren. Und es ist überliefert worden, authentisch überliefert worden, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Engel Jibril und Mikael herabgesandt hat zu diesem Zeitpunkt, damit sie ihren Propheten sallallahu alaihi wasallam verteidigen. Und die Engel haben, wie wir wissen, so wie uns überliefert worden ist, aktiv teilgenommen, nur an der Schlacht von Badr, über die wir schon gesprochen haben. Aber bei der Schlacht von Uhud ist dieses einzige Ereignis überliefert worden, dass sie beide, alaihim assalam,
unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam verteidigt haben. Und der Grund dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten zuvor schon versprochen hatte, dass er ihn beschützen werde. Allah sagte, Wallahu ya'asimuka minan nas. Und Allah beschützt dich vor den Menschen. Und das war eine Art, wie Allah seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam beschützt hat. Allah subhanahu wa ta'ala hatte den gläubigen Menschen versprochen, sie zu unterstützen mit einer großen Anzahl von Engeln, sofern sie folgende Bedingungen erfüllen. Und wir werden uns diese Ayat uns jetzt anschauen, und zwar die in Surat Al-Imran, Vers 124 und weitere. Als du zu den Gläubigen sagtest, genügt es euch denn nicht, dass euch euer Herr mit 3000 herabgesandten Engeln unterstützt? Ja doch, wenn ihr standhaft seid und gottesfürchtig und sie unverzüglich über euch kommen, unterstützt euch euer Herr mit 5000 gekennzeichneten Engeln. Allah sagte dann, Allah machte es nur zu einer frohen Botschaft für euch und damit eure Herzen dadurch Ruhe finden, denn der Sieg kommt nur von Allah, dem Allmächtigen und dem Allweisen. Aber haben die gläubigen Menschen diese drei Voraussetzungen erfüllt? Die Antwort lautet nein. Die Geduld, die Gottesfurcht und dass die Feinde plötzlich über sie einstürzen. Und da diese, die Geduld, sie ist eine der Bedingungen, die sie nicht erfüllt haben. Denn wie ihr wisst, haben die Gläubigen ihre Stellung verloren und deswegen haben sie sich dann zurückgezogen. Allah subhanahu wa ta'ala hat erkannt und gesehen, dass die gläubigen Menschen besorgt waren, aufgrund dessen, was ihnen geschehen war. Sie haben sich den Propheten, sie waren in einem Augenblick nicht standhaft, dadurch sind gläubige Menschen gefallen. Der Vater von Hudhayfa, wie ihr wisst, ist sogar versehentlich ermordet worden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist verletzt worden. Und die Gläubigen hätten eigentlich einen Sieg errungen, aber die haben ihn dann doch nicht errungen. Und all dies hat den Gläubigen natürlich zu schaffen gemacht. Aber daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist auch einer der Zeichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt. Und dass er viel von diesen Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam hält. Und dass sie, auch wenn sie mal einen Fehler gemacht haben, so ist das wie ein Sandkorn im Vergleich zu dem gesamten Sand, der an einem Strand liegt. Das heißt, das, was sie machen an Schlechten, ist nichts im Vergleich zu dem, was sie am Guten vorausgeschickt haben. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala, um ihre Herzen zu beruhigen, auf sie den Schlaf hinabgesandt, Schlummer hinabgesandt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie schlafen lassen, für eine kurze Zeit. Und ihr wisst, jeder Mensch, wenn er Sorgen hat an einem Tag, dann wünscht er sich nur, dass der Tag vorbei ist. Damit, wenn er nämlich eingeschlafen ist, so das Einschlafen fällt einem schwer, wenn man Sorgen hat. Und wenn er dann nämlich am nächsten Tag aufwacht, dann ist vieles einfacher als an dem Tag, an dem ihm diese eine schlimme Sache passiert ist. Und am nächsten Tag war diese Angst von ihnen fortgenommen und sie waren beruhigt. Und deswegen sagte Abu Talha al-Ansari radiallahu ta'ala anhu, ich gehörte zu denjenigen, die vom Schlaf überwältigt wurden am Tag von Uhud. So sehr, dass sogar mein Schwert von meiner Hand öfter runtergefallen ist. Jedes Mal nehme ich es wieder in die Hand und jedes Mal fiel es wieder hinunter. Und dazu lesen wir in Al-Quran al-Karim, in Surat al-Imran, auf der Seite 70, im 154. Vers, dann sandte er nach dem Kummer Sicherheit auf euch herab, Schläfrigkeit, die einen Teil von euch überkam, während, und so weiter und so fort, dass sie einen Teil von euch überkam. Und das war eine Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Das war derjenige Teil, der sich Sorgen gemacht hatte über die gläubigen Menschen. Der sich Sorgen gemacht hatte darüber, dass man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuwider gehandelt hat. Aber den anderen Teil,
Allah sagt über ihn, das sind die Heuchler, denen das gleichgültig war, die am liebsten von vornherein gar nichts gemacht hätten. Allah sagte, während ein anderer Teil um sich selbst besorgt war, die Gläubigen machen sich Sorgen um den Propheten sallallahu alaihi wa sallam und dem Islam, und manche andere Menschen machen sich nur Sorgen um sich selbst. Während ein anderer Teil um sich selbst besorgt war, indem sie von Allah in Gedanken der Unwissenheit dachte, was dem Wahren nicht widerspricht. Ja, die Leute haben gedacht, Wal'iyadu billah, der Islam ist doch nicht die Wahrheit, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist doch nicht der wahre Prophet, denn wir haben ja erfahren, dass dieses Gerücht sich verbreitet hatte, dass er gestorben wäre und so weiter und so fort. Alle diese schlimmen Gedanken, die einem in diesem Moment kommen könnten. Und deswegen sagten auch manche von ihnen, لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. Allah sagte, das heißt, sie haben das in ihrem Innersten gesagt. Allah sagte, sie halten in ihrem Innersten verborgen, was sie dir nicht offenlegen. Sie haben Gedanken, von denen sie nichts gesagt haben. Sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala berichtet dir aber darüber, wenn wir etwas von der Angelegenheit zu entscheiden hätten, würden wir hier nicht getötet. Also sie glauben, dass wenn man ihnen gefolgt wäre, und zwar nicht zur Schlacht Uhud hinausgegangen wäre, dann wären sie eben nicht gestorben an der Stelle, an dem diese manchen Menschen gestorben sind. Aber Allah subhanahu wa ta'ala weist diese falsche Aqida, diesen falschen Glauben zurück und sagte, sag, wenn ihr auch in euren Häusern gewesen wärt, wären diejenigen, denen der Tod vorgezeichnet war, an den Stellen erschienen, wo sie als Gefallene liegen sollten. Insofern, wenn Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dass jemand an einem bestimmten Punkt, einem bestimmten Zeitpunkt, einem bestimmten Ort und Stelle sterben wird, dann wird er dort sterben, egal ob er dort wollte, dorthin gehen wollte oder auch nicht. Dann erschafft Allah subhanahu wa ta'ala ihm einen Grund, den ihn dazu bringt, dorthin zu erscheinen. Zweifellos hat dieser Schlaf, wie wir gesagt haben, den gläubigen Menschen ihre Kraft wieder zurückgegeben. Und als die gläubigen Menschen sich zurückgezogen haben, waren natürlich die Götzendiener weiter noch mehr motiviert als vorher gegen den Propheten Sa'adam zu kämpfen. Und deswegen hat einer von ihnen, heißt Ubay ibn Khalaf al-Jumahi, er hat geschworen, er würde dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nachgehen und ihn nachgehen, bis er ihn getötet hat. Aber geschehen ist dann genau umgekehrt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat ein Speer gehabt und hat ihn nach ihm geworfen und hat ihn verletzt. Und dann ist er zurück zu seinen Freunden, Gefährten gekehrt und ist auf dem Weg nach Mekka, nach Hause, gestorben. A'udhu billah, ein Mensch, der von einem Gesandten gestorben ist. Was wird er Yawm al-Qiyamah seinem Herrn sagen? Die Götzendiener, sie haben es aufgegeben, mit einem großen Sieg nach Hause zu kehren, weil sie selbst aufgrund der langen Schlacht erschöpft waren, wie bereits erwähnt. Und deswegen haben sie dann irgendwann mal aufgehört, die Gläubigen in diesen Bergspalten zu verfolgen und sind zurückgezogen. Und außer einer von ihnen, Abu Sufyan, und das Ereignis ist sicherlich ein unter euch sehr bekanntes Ereignis, und zwar Abu Sufyan, er war zu diesem Zeitpunkt noch kein Muslim, er sagte, er wollte wissen, ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestorben oder noch nicht, wegen diesem Gerücht. Und er hat dann laut ausgerufen, ist Muhammad unter euch? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu seinen Freunden außen herum, gibt ihm keine Antwort. Denn wenn er die Antwort gibt, das ist eine Motivation für ihn weiterzukämpfen und für die Götzendiener weiterzumachen. Dann sagte er, weil er keine Antwort bekommen hat, hat er erwartet, dass der Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist. Dann sagt er, ist unter euch Ibn Abi Quhafa, das ist Abu Bakr radiallahu anhu. Warum ausgerechnet Abu Bakr? Weil er wusste, das ist gleich der zweite Mann. Ja. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, la tujibuh, gibt ihm keine Antwort. Dann sagte er, ist Ibn al-Khattab unter euch? Umar radiallahu ta'ala anhu.
Und er sagte, was auch da haben sie ihm keine Antwort gegeben. Und dann sagte Abu Sufyan laut, diese sind getötet worden, denn wenn sie am Leben wären, dann hätten sie geantwortet. Und Umar radiallahu ta'ala anhu konnte sich in diesem Moment nicht zurückhalten und hat dann gesagt, Kadabta ya adu Allah, du hast gelogen, du Feind Allahs. Abqallahu alayka ma yukhzik. Das heißt so viel wie, Allah hat diejenigen Menschen alle am übrig gelassen, am Leben gelassen, die dich erniedrigen oder die dir ein Dorn im Auge sind. Abu Sufyan rief laut aus, U'lu Hubal. Das heißt so viel wie, gesegnet sei Hubal oder hoch erhaben sei Hubal. Hubal ist einer der Gottheiten, der Götzen dir. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jetzt antwortet ihm. Denn wenn es nur um den Propheten geht, oder Abu Bakr, oder Umar, oder Allahu anhuma, das ist nichts, wofür man unbedingt sich wehren muss. Aber wenn eine andere Gottheit ausgerufen wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist man nicht ruhig. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, gibt ihm eine Antwort, antwortet ihm. Sie sagten, was sollen wir ihm antworten, o Gesandter Allahs? Er sagte, sagt, Allah Maulana wala Maula lakum. Allah ist unser Schutzherr und ihr habt überhaupt gar keinen Schutzherr. Und Abu Sufyan sagte als Antwort darauf, Lana al-Uzza wala Uzza lakum. Das heißt, uns gehört Al-Uzza. Al-Uzza ist auch einer der Namen, einer der Gottheiten der Götzendiener, aber kommt vom Wort Al-Izza, was die Macht bedeutet. Das ist einer der Namen, die man von dem Namen Allahs abgeleitet hat und verfälscht hat. Al-Aziz ist einer der Namen Allahs und man hat davon Al-Uzza abgeleitet und sie sagten, wir haben die Uzza und ihr habt keine Uzza, das heißt, ihr habt keine Macht. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, antwortet ihnen und womit sollten sie antworten? Mit dem gleichen, Allah ist unser Schutzherr und ihr habt keinen Schutzherr. Und der Prophet sofern sagte dann als dritte Sache, yawmun bi yawmi Badr, das heißt, der heutige Tag ist als Ausgleich für den Tag von Badr. Wal-harbu sijal. Man sagt, der Krieg ist ein Hin und Her. Mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere. Er will damit sagen, heute haben wir gesiegt. Und dann fügt er hinzu, وَتَجِدُونَ مُثْلَةً لَمْ أَمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِي. Und ihr werdet eine Verstümmelung vorfinden, die ich zwar nicht angeordnet habe, aber sie stört mich auch nicht weiterhin. Und gemeint ist die Verstümmelung von Hamza ibn Abd al-Muttalib, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der in diesem Moment getötet worden war in dieser Schlacht. Und daraufhin antwortete Umar radiallahu ta'ala anhu, La sawa qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Er sagte, das ist doch nicht das Gleiche. Unsere Gefallenen sind im Paradies und eure Gefallenen sind in der Hölle. Machen wir kurz Pause und dann. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nachdem, liebe Geschwister, die Quraysh den Schlachtplatz verlassen haben und sich auf den Weg nach Hause gemacht haben, hat sogleich der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet, die Märtyrer zu begraben. Es waren insgesamt ca. 70 Märtyrer auf Seite der gläubigen Menschen, aber Gott sei Dank wurde keiner von ihnen gefangen genommen. Und was die Quraysh angeht, von ihnen sind nur 22 gefallen, wie Ibn Ishaq, rahimahullah, in seinem Sira-Buch mitgeteilt hat. Und es ist auch authentisch überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mehr als eine Person zu zweit, also zu dritt, sie begraben hat, zu zweit in einem einzigen Tuch eingewickelt hat. Und er hat dann immer denjenigen den Vorzug gegeben, der mehr vom Koran auswendig konnte. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch angeordnet, dass sie in ihrem Blut begraben werden sollen. Das heißt also, sie werden nicht gewaschen und auch wird für diesen Märtyrer nicht gebetet.
Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das heißt, es wird kein Totengebet für sie verrichtet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über die Gefallenen von Uhud, Ana shahidun ala ha'ula'i yawm al-qiyama. Ich bin Zeuge über sie am Tag der Auferstehung. Und er hat auch die Märtyrer zu zweit oder zu dritt in ein Grab alle gesetzt. Und manche der Märtyrer wurden nach Medina getragen und man wollte sie in Medina begraben. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet, dass sie wieder zurückgetragen werden sollen und dort begraben werden sollen, wo die auch die anderen gefallen sind. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat dann auch einen langen Dua gesprochen, bevor er nach Medina zurückgekehrt ist. Denn Uhud befand sich damals, wie gesagt, ein wenig außerhalb der Stadt. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam war sehr beeindruckt von den Sahaba in der Schlacht von Uhud und er hat sich sogar gewünscht, sallallahu alaihi wasallam, mit ihnen in dieser Schlacht gefallen zu sein. Er hat sich gewünscht, auch dort den Märtyrertod erlebt zu haben, aufgrund dessen, was sie an Barmherzigkeit erwartet bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Frauen und Kinder in der Stadt haben die Soldaten erwartet und Hamna, die Tochter von Jahsch, als man ihr mitteilte, dass ihr Bruder Abdullah ibn Jahsch und auch ihr Onkel mütterlicherseits Hamza, der Onkel des Propheten Sa'asan ebenfalls, dass sie alle gefallen sind, sagte sie nur, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, dass wir gehören Allah und wir werden auch zu ihm zurückkehren. Und dann hat sie auch um Verzeihung gebeten bei Allah subhanahu wa ta'ala, offensichtlich für sie, für die Gefallenen. Und nachher hat man ihr mitgeteilt, dass auch ihr Ehemann gestorben war, Mus'ab. Und dann hat sie angefangen zu schreien und auch eine Wehklage gelassen, denn das war bevor offensichtlich die Wehklage verboten worden war. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist auch an einer Frau vorbeigelaufen von einem bestimmten Stamm, deren Ehemann gefallen war und auch deren Bruder gefallen war und auch deren Vater gefallen war, alle auf einmal in der Schlacht von Uhud. Und als man ihr dies mitteilte, sagte sie nichts anderes als, was ist dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geschehen? Und man sagte ihr, kein Problem, mach dir keine Sorgen, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geht's gut. Und sie sagte, nein, ich möchte erst ihn sehen, und wenn ich ihn mit eigenen Augen sehe, dann bin ich erst zufrieden. Und dann sagte sie, radiallahu anha, egal was geschieht, solange es nichts mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu tun hat, ist es kein großes Problem. Und so hat sie sich um den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam mehr Sorgen gemacht, als sie sich Sorgen gemacht hat um ihren eigenen Bruder und eigenen Vater und eigenen Ehemann. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat den gläubigen Menschen auch die frohe Botschaft mitgeteilt, was sie an große Belohnung erwartet. Und zwar sagte er zur Tochter von Abdullah ibn Amr, dem Vater von Jabir, Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala an. Er sagte zu ihr, warum weinst du? Seit deinem Vater, also sinngemäß, seit dein Vater gefallen ist in der Schlacht, bis er zum Himmel hochgehoben worden ist, haben die Engel ihn mit ihren Flügeln verdeckt. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat auch gehört, wie die Leute von Medina um ihre Toten geweint haben. Und dann sagt er, außer Hamza, er hat niemanden, um den er weint. Und dann haben auch Frauen der Ansar für Hamza radiallahu ta'ala anhu geweint. Und später hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dann diese Niyaha, diese Wehklage verboten. Und er hat das Traurigsein erlaubt und das Tränen der Augen erlaubt, aber er hat nicht erlaubt, dass man übertreibt, indem man weint, obwohl man gar nicht traurig ist, oder indem man, liebe Geschwister, Entschuldigung, nicht indem man weint, indem man traurig ist, sondern indem man zum Beispiel seine Kleider zerreißt oder seine Haare ausreißt oder seine Haare kürzt oder Gegenstände zerstört, all dies aus Wut oder aus Traurigkeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat in Bezug auf die Märtyrer von Uhud eine Aya im Koran herabgesandt,
Und das ist die Ayah. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Und denke ja nicht, dass diejenigen, die auf Allahs Weg gestorben sind oder getötet worden sind, besser gesagt, denke ja nicht, dass sie tot sind. Vielmehr sind sie lebendig bei ihrem Herrn und werden versorgt. Und deswegen sagen die Gelehrten, dass die Märtyrer sind wirklich lebendig. Und ihre Seelen, wie es im Hadith heißt, befinden sich in den Köpfen von grünen Vögeln. Das heißt, sie fliegen im Paradies umher, wo sie möchten, und sie werden von den Gaben des Paradies, sie essen von den Gaben des Paradieses und sie genießen darin die Wonne auf eine Art und Weise, wie sie Allah subhanahu wa ta'ala alleine kennen. Und auch sind mehrere Ayat im Koran herabgesandt worden in Bezug auf das, was den Gläubigen geschehen ist. In Surat, wir haben gesagt, Surat Al-Imran ist diejenige Surah, liebe Geschwister, die zu einem großen Teil von der Schlacht von Uhud handelt. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und werdet nicht schwach, noch seid traurig, wo ihr doch die Oberhand haben werdet, wenn ihr gläubig seid. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. Das heißt, wenn euch eine Wunde zugefügt worden ist, so ist dem ungläubigen Volk schon eine gleiche Wunde zugefügt worden. Und deswegen, auch wenn ihr zurückgeschlagen worden seid, trotzdem gebt nicht auf, denn wenn ihr mit Allah seid, ist Allah mit euch. Und ebenso sagte er, subhanahu wa ta'ala, gibt noch viele andere Verse in Surat Al-Imran. Wie dem auch sei, als die gläubigen Menschen nach Medina zurückgekehrt sind, haben sie natürlich, oder hat man sie dort von den gläubigen Menschen zwar gut empfangen, aber von den anderen eben nicht. Und zwar von den Heuchlern, die sich gewünscht hätten, dass die Gläubigen alle gestorben wären, der Gesandte am besten mit. Und auch die Heuchler, Entschuldigung, auch die Juden, die gehofft hatten, dass die Quraysh den Muslimen endlich mal ein Ende setzen. Und es bestand auch die große Wahrscheinlichkeit, dass die Quraysh es bereuen werden und es bereuen werden, abgezischt zu sein und deswegen noch einmal zurückkehren würden. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sofort entscheiden müssen und eine schnelle Entscheidung treffen müssen. Und er hat eine kleine Armee geschickt in Richtung einer Ortschaft, heißt Hamra al-Asad. Und diese Gruppe von gläubigen Menschen, sie waren, zu Beginn waren sie 70 Leute und später wurden sie dann 630, wie es heißt in den Sira-Büchern, weil die anderen dann mitgemacht haben. Aber diese 70 Leute, Bedingung war, dass sie zu denjenigen Sahaba gehören, die bei Uhud dabei gewesen waren. Und damit der Prophet ﷺ ihre Moral wieder aufbaut und damit sie nicht demoralisiert zurückkehren nach Medina, ist eine ganz schlechte Sache, wenn man einen Kampf verloren hat, dann ist es schwierig, jemanden zu motivieren für den nächsten. Aber in diesem Fall, wenn die gläubigen Menschen den Kuffar von Quraysh jetzt hinterherlaufen, während sie auf dem Weg nach Mekka schon sind und die Kuffar von Quraysh beim Zurückgehen sehen, dass die Muslime ihnen auf den Fersen sind, das bedeutet für sie, dass die Muslime sehr wohl, noch Kraft haben und weil es in manchen Überlieferungen heißt es, dass die Quraysh vorhatten, noch einmal zurückzukehren. Aber aufgrund dieser Aktion und einer anderen Aktion haben die Quraysh sich dann doch entschieden, nach Mekka wieder zurückzukehren. Und daraufhin weist auch eine edle Ayah in Al-Quran Al-Karim hin, die ich euch auch inshallah nicht vorenthalten möchte. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der 172. Ayah über diese Aktion, diejenigen, die auf Allah und den Gesandten hörten, nachdem ihnen eine Wunde zugefügt worden war, für diejenigen unter ihnen, die Gutes tun und gottesfürchtig sind, wird es großartigen Lohn geben, weil sie nämlich die Kuffar der Quraysh zurückgeschlagen haben. Na, an dieser Stelle enden wir, barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyin.